Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten, während wir hier langsamen Schrittes die Treppen hochgehen in der Taverne. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gute Stück hier heißt. Wir befinden uns jedenfalls in Winterfest bei der Akademie in der Nähe, wo ich sehr froh bin, dass wir es endlich... Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Ja, ist okay. Haben wir uns notiert, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich habe zwar keinen Zettel und keinen Stift hier, aber wir haben das notiert im Kopf. So, nein, wie gesagt, wir befinden uns in der Winterfeste. Und, wollen jetzt zur Akademie der Magier. Das ist ja unser großes Ziel, denn wir wollen ja selber Magier werden, ein sehr erfolgreicher. Und ich glaube, da sind wir dort eigentlich recht gut aufgehoben. So, Winterfeste. Können wir uns hier gerne nochmal angucken. Wir waren ja hier angekommen und jetzt interessiert mich das. Wie heißt das hier? Frostiges, stimmt, das frostige Feuer. Ich muss zugeben, es ist eine neue Aufnahmesession. War jetzt ein Päuschen dazwischen. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ja, weil ich sie alle kaputt mache. Deswegen werdet ihr ein ordentliches Problem damit haben. So. Hier hatte sich doch irgendwo der Jarl hin verirrt. War das hier drüben? Ja. Kraldars Haus. Da wird der Jarl seinen Sitz haben. Oh, hier ist ordentlich was abgebrannt. Aber nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Ohne jetzt zu zögern. Winterfest ist echt nicht groß. Waren das jetzt vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Häuser oder irgendwie sowas? Hallo. Wer bist denn du? Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Was ist das hier für ein Ort? Warum seid ihr hier draußen? Das Erste wissen wir. Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Kann ich der Akademie beitreten? Ja, das ist, ja, okay. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte die Rätsel von Aetherius lösen. Ich möchte nur einmal hineinblicken. Wir wollen nur mal ganz kurz gucken. Nö, ich will ja nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Überreden. Ich stelle mich eurer Prüfung. Aber wir versuchen sie zu überreden. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Ich stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet. Wer in Wiederherstellungszaubern bewandert ist, für den gehört heilende Hände zu den Grundkenntnissen. Könnt ihr es auf mich wirken? Damit würdet ihr eure Kenntnisse demonstrieren. Können wir heilende Hände schon? Jetzt muss ich echt überlegen, können wir das schon? Wir können Heilung, aber heilende Hände glaube ich noch nicht. Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Du bietest uns das für 30 Goldstücke an. Ich bin mir, es kann sein, dass wir jetzt was das im Inventar haben, aber das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Hier, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Heilende Hände hinzugefügt. Haben wir es jetzt auch gleich gelernt, oder? Gibt dich zur Akademie vom Winterfeste abgeschlossen. Bücher. Wir haben sehr viele Bücher. Zauberbuch. Gut, dann haben wir es gleich gelernt. Was ja an sich sehr logisch ist. Magie.
Wiederherstellung. Heilende Hände. Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Mit wem Mirabelle Erwin? Okay. Wir folgen dir, Faralda. Es ist schön, dass wir dich so leicht überzeugen konnten. Torwächter. Das ist geil. Links haben wir die heilenden Hände. Warum bleibt die... Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Was ist jetzt los? Boah, ey, erschreck mich doch nicht so. Hier links die heilenden Hände und rechts das Feuer. Links die Heilung, rechts die Zerstörung. Für welche Hand werden wir uns entscheiden? Ja, was? Schaffst du es nicht? Kommst du nicht hoch? Da hast du die Prüfung wohl nicht bestanden, würde ich mal sagen, gute Faralda. Ja, jetzt tu nicht so, als hättest du dich die ganze Zeit darauf vorbereitet. Ihr habt hier... Es sieht kaputt aus. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Beeil dich doch mal bitte. Bitte? Wir können es einstecken. Akademie von Winterfeste entdeckt. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. Ach, war's das jetzt? Du gehst jetzt wieder zurück? In deinem hüpfenden Gang? Und wir gehen jetzt rein, okay. So, meine Freunde, wir sind in der Akademie der Magier angekommen. Schaut euch um, es sieht toll aus. Nicht schlecht. Wen haben wir denn hier? Savos Aren. Ihr seid neu hier, oder? Wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein, haben wir nicht. Nein, mein Herr. Nein, haben wir nicht. Nein, mein Herr. Nein, haben wir nicht. Dann möchte ich mich gerne vorstellen. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Logo, gefährliche Forschungen müssen hier ein Problem sein. Ich möchte mehr über die Geschichte der Akademie erfahren. Welchen Zweck hat die Akademie? Nein, nicht besonders oft. Einige Risiken muss man halt eingehen. Ich versuche einfach, vorzeitige Tode zu vermeiden. Wir müssen uns auch anstrengen, damit Himmelsrand nicht noch schlechter von uns denkt. Himmelsrand denkt schlecht von euch, das ist nicht schön. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Wir müssen Erwin finden. Da ja, ist er doch. Natürlich. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte Magier hinter euch auf. Sehr gut. Red doch nicht dazwischen. Ja, geh weg. Wie überall kommt es nur darauf an, wen ihr kennt. Zu eurem Glück kennt ihr mich. Ich will nicht mit dir reden. Willkommen an der Akademie. Dankeschön. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen. Aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Novizenkapuze, Novizenrobe, Stiefel. Wir haben doch eine Robe an, was willst du denn? Ich würde mich gerne umsehen, entschuldigt, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Na los, ab geht er. Sehr schön, bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution in Himmelsrand.
Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. Vorlesungen, Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Das Arcaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Ich bin froh, dass dieses Nier ja erstmal weg ist. Das finde ich manchmal ein bisschen schlimm, dass wenn du in so einem Gespräch bist, mit über was Wichtiges redest und dann irgendwie andere Personen, die vorbeikommen und einfach mal dazwischen reden, total belanglose Sachen. Das nervt echt. Vor allem die Nirja, sie hat uns noch gar nichts Gutes getan, aber erwartet von uns, dass wir für sie da sind, wenn sie uns braucht. Also jetzt ist aber mal Schluss hier. Die steht nur im Weg, quatscht irgendeinen Mist, von einem Führungswechsel auch noch. Und na, die ist mir nicht sympathisch. Die Mirabelle Erwin ist mir sympathisch. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drin seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Okay, ich werde leise reden. Ich werde mich zusammenreißen. Obwohl, hier, wir sind ja noch draußen. Okay, gut. Na dann, noch ein. Ich muss leise sein, Halle der Leistung. Wir dürfen nicht zu laut sein. Wir müssen den anderen Magier die Ruhe geben. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Aber wir sollen ja ruhig sein. Jetzt zeige ich euch eure Unterbringung. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Habe ich keine Tür? Hallo? Eine Tür wäre geil. Oh, nö. Ja, es ist ein anderer. Okay. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ach, seid ruhig. Ihr habt echt komische Gesellen hier. Muss ich mal jetzt wirklich sagen. Ich möchte immer noch eine Tür. Oh, ich bin laut. Oh, ich verzeih. Ich war zu laut gewesen. Jetzt sind die böse auf mich. Das ist kein erster guter Eindruck. Ich war zu laut. Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdir haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Nicht böse sein, Erwin. Ich wollte nicht so laut da drinnen sein. Nicht böse, ich schimpfen, okay? Diese ganzen blauen Lichter finde ich immer sehr witzig. Passiert was? Tolfdir ist vermutlich schon dabei, die neuen Studenten zu begrüßen. Geht nur hinein und bei Schwierigkeiten wendet euch an eines unserer leitenden Mitglieder. Ich bin erleuchtet. Okay. Was für ein Rundgang. Lass dich von Tolfdir einweisen. Warte mal, wir müssten uns das, glaube ich, hier noch... Genau. So, als Mission setzen, damit wir immer wissen, wo wir hin müssen. Halle der Elemente. Ich hoffe, da muss man nicht so leise sein. Mal abgesehen davon, dass wir nicht leise waren. Ich habe mich ja nur die ganze Zeit drüber beschwert, dass wir keine Tür haben. Aber stell dir vor, wir bringen jemanden mit nach Hause, wollen unsere Ruhe haben, unsere Privatsphäre und da können alle reingucken. Nicht schön. So, der Boss ist da. Wenn wir die Tür schon so aufschwenken, dann müssen wir auch hier ein bisschen auf dicke Hose machen. Okay, bin schon ruhig. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Oh, endlich mal einer, der sympathisch wirkt. Also, wie ich sagte, zunächst einmal geht es darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Oh, warte mal kurz. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Kleidung. Wir haben doch hier Novizenkapuze, haben wir schon auf. Na, wir haben halt auch schon eine Novizenrobe an. Welche hat sie uns denn gegeben? War es eine der Zerstörung? Höchstwahrscheinlich. Und dann hat man noch Stiefel bekommen. Die bringen uns aber nichts. Aber was haben wir denn gerade für welche an?
Die Eisenstiefel. Wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt, kann und wird sie euch vernichten. Ich glaube, das wissen wir alle recht gut. Wir wären nicht hier, wenn wir die Magie nicht kontrollieren könnten. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Euch allen ist ein gewisses Talent angeboren. Das stelle ich nicht in Frage. Ich spreche aber über echte Kontrolle, die wahre Beherrschung der Magie. Die muss man über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, üben und studieren. Auf was warten wir denn noch? Fangen wir an. Bitte, bitte. Genau das meinte ich. Eifer muss durch Vorsicht gemildert werden, sonst ist eine Katastrophe unvermeidbar. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ihr wisst noch gar nicht, wozu wir imstande sind. Warum gebt ihr uns nicht eine Chance zu zeigen, was wir tun können? Ihr habt bisher nichts gesagt. Was meint ihr? Was sollten wir tun? Schön. Schön, dass du... Wir haben nichts... Der will jetzt, dass wir entscheiden. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich denke, wir sollten was Praktisches lernen. Sicherheit ist das Allerwichtigste. Praxis geht vor. Ach ja? Seht ihr? Er gibt uns recht. Warum zeigt ihr uns nicht etwas? Also gut, lasst uns zur Ruhe kommen. Wir könnten vielleicht etwas Praktisches versuchen. Ich mag dich. Um bei unserem Thema der Sicherheit zu bleiben, beginnen wir mit Schutzzaubern. Schutzzauber sind Verteidigungszauber, die Magie blocken. Ich werde euch allen einen Schutzzauber lehren. Und dann sehen wir, ob ihr ihn erfolgreich anwenden könnt, um einen Zauber zu blocken. Einverstanden? Würde es euch etwas ausmachen, mir bei der Demonstration zu helfen? Seid ihr mit Schutzzaubern überhaupt vertraut? Ja, wir können Eichenhaut. Ich habe einen Schutzzauber, benutze ihn aber nie wirklich. Den kenne ich schon und ich weiß, wie man ihn benutzt. Wir besetzen ihn sehr selten leider ein. Dafür gibt es diesen Unterricht. Der perfekte Zeitpunkt, um ihn auszuprobieren. Wenn ihr euch bitte dort drüben hinstellen würdet, dann werde ich einen Zauber gegen euch wirken und ihr blockiert ihn mit dem Schutzzauber. Also dann. Ich mag den Teufel. Bitte. Direkt mir gegenüber. Wir wollen doch nicht, dass jemand in den Weg gerät. Da, Lydia, da muss ich rein. Jetzt wirkt den Schutzzauber und haltet ihn aufrecht. Das ist mein Schutzzauber. Ich schütze mich. Ein Moment. Bücher. Funkenblut. Ach nee, es war ein Buch. Okay, ich glaube, ich muss noch mal kurz mit dir reden. Die Person ist beschäftigt. Lydia, du stehst im Weg. Was? Ja. Lydia, das ist nicht gut. Weg. Weg, 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 weg. So, ich stehe hier. Zirp, zirp. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Ich habe irgendwie so ein ganz doofes Gefühl, dass wir einen Fehler gemacht haben. Die Person ist beschäftigt. So ein Mist. Ein Moment bitte. Ich bin gleich wieder da. So ein Scheiß. Hier wird es irgendwo einen Magier geben, der dieses Buch verkauft, oder nicht? Schlüssel erforderlich. Na klar. So ein Scheiß. Ich dachte jetzt, dann sagt er wenigstens... Es ist ein Schutzzauber, die Eichenhaut. Ich glaube, wir sind voll der Vorbildschüler. Aber der vertraut uns voll. Ja, was sagen Sie dazu? Ja, Praxis. Okay. Ich mag den Teufel dir. Hallo? Öffne den Himmelsrand, will ich nicht. Jemand da? Oder ist hier irgendwo... Hier muss es doch 10.000 Bücher geben. Niedergang, verlorene Legenden. Ach du Gott. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ich hab dich nicht gesehen. Ich dachte, du wärst eine Büste. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum,
und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ja. Was habt ihr zu verkaufen? Das klingt gut. Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Ja. Ich finde das bisher sehr witzig hier. Zauber, 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 Zauber. Warum hast du kein Zauberbuch? Was soll denn... Menno. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir werden uns wiedersehen, aber jetzt gerade nicht. Bücherschrank, Schlüssel erforderlich. Noch ein Schlüssel. Ja, bestimmt er. Bin des Roten Adlers. Das ist ja wirklich... Es läuft super. Es läuft echt Bombe. Besser könnte es nicht laufen. Wo geht's denn hier hoch? Noch ein Schlüssel. Ach, schon wieder zu diesem Erzmagier. Ich krieg die Krise. Wir müssen hier runter. Müssen wir nochmal in die Stadt rein. Die Ene hat das... Wir haben uns das notiert. Die in der Taverne zum frostigen Feuer hat gesagt, sie hat alles. Notiert euch das. Wenn die das Buch jetzt nicht hat, dann gibt's Stress. Der Jarl könnte vielleicht auch noch einen Hofmagier haben. So, okay, so, zack. Hier müssen wir lang. Die stehen da und warten jetzt. Ob die mitbekommen haben, dass wir gegangen sind? Bei Teufel bin ich mir da nicht so sicher. So ein Mist. Ich will wenigstens dieses Buch jetzt noch in dieser Folge holen. Wir müssen jetzt aber nicht in eine andere Stadt, oder? Wir sind ja schließlich bei den Magiern. Irgendjemand wird uns doch diesen irgendeinen Schutzzauber da geben können. Ah. Bitte behellig den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Jo, bist du eh verschlossen. So. Wehe, die hat jetzt das nicht. Dann raste ich aus. Hallo. Was auch kommen mag, die Akademie wird es überstehen. Das ist schön. Mal gucken, ob sie uns übersteht. So ein Vorbildschüler. Ach, jetzt haben wir mal Schluss hier. Lasst mich in Ruhe. Meckert nicht immer rum. Wir haben kein einziges Wort bisher gewechselt. Bis auf, dass du gesagt hast, wenn du dich an der Schlüssel verkreist, dann kriegen wir Ärger. Und jetzt der Spruch. So. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, Getränke für die Durstigen, Speisen. Das war doch eine weibliche Stimme. Wer hat das jetzt gesagt? Wer war denn das vorhin? Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Hast du mit uns? Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei. Aber ich der Typ ist das. Nein. Bis zum nächsten Mal. Öffne den Himmelsrand. Oh, ich hoffe so sehr, dass bei dem Jarl da drüben jetzt ein Zauberer ist, der dieses Buch verkauft. Kann's doch nicht sein. Sag nix. Du bist auch ruhig. Ach, es war der mit dem Feuer gewesen, der ist immer... Nee, war? Nein, ich hab nichts gemacht, nein. Verdammt, warum ist denn das jetzt abgeschlossen, Menno? Mann. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was haben wir denn hier drüben? Wir haben das Überreste. Und was ist das hier? Langhaus. Ach, das ist das Langhaus. Okay. Dann ist der Jarl hier. Würde ich jetzt mal meinen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ist nur so eine Vermutung. Habt ihr euch verlaufen? Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Was macht ihr überhaupt in Winterfeste? Papa sagt, dass Leute wie ihr der Grund seid, dass hier niemand mehr wohnt. Was hab ich denn damit zu tun? Also ich war vorher nie Agonia, aber hier als Agonia kriegst du ja einen puren Hass entgegengeworfen, ey. Holztür. Hier pennt niemand. Kein Magier in Sicht. Ich krieg die Krise.
Gehen wir mal darüber. Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man ihnen nicht trauen. Ich mag deinen Papa nicht. Jetzt schon. So, wer bist denn du? Ich kenne niemanden an der Akademie. Wahrscheinlich denkt das jeder, weil ich ein Dunmer bin. Ach Mann. Passt auf euch auf. Ach Mann. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Was? Was ist denn bei euch kaputt? Willst du Stress oder was? Du kennst mich gar nicht. Immer schön den Himmel im Auge be- Was? Ja. Mann. Schlimm mit euch. So. Gut. Ach. Wir sind angekommen und unsere erste Lektion verkacken wir gleich mal, weil wir diesen Zauber nicht können. Aber wo sollen wir denn jetzt das Buch herbekommen? Ich weiß es nicht. Ich muss mir darüber erst nochmal Gedanken machen. An dieser Stelle würde ich jetzt diese Folge beenden. Wir müssen diesen Schutzzauber lernen. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß auch noch nicht wo. Aber wir finden es raus. Und das in der nächsten Folge. Jedenfalls danke, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.